Hallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe mir hier schon alles vorbereitet. Ich möchte heute nochmal Blumen machen. Kombiniert mit Alkohol Ink in Weiß. Genau. Ich fange einfach mal an. Ich habe mir hier Resin Ink Pure Black angemischt. Ich gebe das außenrum als schwarzen Rand. Das hat den Effekt, dass ich nach dem Aufgießen mit klarem Harz das Schwarz in die Mitte zieht. Was ist denn das? Ein Haar? Okay. Da gebe ich jetzt mal meine Mischung gleichmäßig verteilt überall rein. Ich wollte es eigentlich gar nicht so dunkel anmachen. Schauen wir mal, wie es rauskommt. Könnt ihr jede beliebige Farbe nehmen. Einfach einen Ring außenrum gießen. Und mit klarem Aufgießen und dann zieht sich das so in die Mitte. Es geht immer alles Richtung Mitte, das ist faszinierend. Genau so, jetzt mal schauen, wo ich noch ein bisschen mehr reinmachen kann. Hier ist noch leer. Da ist auch noch ein bisschen weniger. Hier noch. Und hier. So, das habe ich aufgebraucht. Dann gieße ich das mit klarem auf. Hallo. Hallo Tim, ich mache gerade ein Video. Okay. So. Die Form ist so schön. Fantasy Mold finde ich so toll. So. Ja, minimal habe ich noch übrig. Ich habe noch eine Idee. Ich mache vielleicht noch einen Untersetzer. Aber dann nachher, jetzt muss ich mal kurz schauen von der Kamera her. Ja, blendet nichts. Okay, also ich habe mir überlegt, ich mache mal wieder vier verschiedene Farben. Tropfe in der Mitte die Farbe rein. Das ist das Grey Purple. Und das ist das starke Weiß, das White Crystal. Ich werde es in der Videobeschreibung reinschreiben. Und da tropfe ich dann hier ein Tropfen Weiß in jeden Tropfen Farbe rein und dann nochmal die Farbe, dass einfach so ein bisschen ein Effekt entsteht. Dann machen wir das mal so hier. Weiß nicht, sieht man das in der Kamera? Genau. So. Als nächstes nehme ich Indigo. Ich glaube, das ist ein bisschen sehr voll geworden. Vielleicht mal beim nächsten ein bisschen weniger. Dann mache ich nur ein paar Tropfen in die Mitte. So. Das Weiß hier rein. Nochmal das Indigo. So, das Weiße. Okay. Dann folgt das Praline. Das mag ich ja sehr gerne. Das gefällt mir mega gut. Ich mache da auch weniger Tropfen rein. Das ist mir jetzt, glaube ich, ein bisschen zu voll. Aber es ist gut, wenn man ein paar unterschiedliche Sachen hat. Dann kann man vergleichen. Wie gesagt, ich schaffe es vielleicht irgendwann mal in diesem Leben, dass ich mal vier gleiche mache, dass ich mal ein Set mache. Wobei mit verschiedenen Farben. Hat es ja auch was. Das ist jetzt das Praline. Und das Weiß noch rein. Das breitet sich ja mal mega aus.
Und hier noch das Manila Green. Gebe ich es mal 3 Tropfen vielleicht in die Mitte. Mal schauen. Dann mache ich das so. Okay. Es reagiert auf jeden Fall schon mal sehr schön. Und noch einen in die Mitte. Okay, also hier hat es schon ausreagiert, glaube ich. Hier reagiert es noch. Und dann habe ich mir meine Pigmentpaste schon vorbereitet, einen Spritzbeutel gefüllt. Und da werde ich jetzt Blumen draus machen. Okay, also meine Schere. Ich schneide jetzt mal schon eine relativ kleine Öffnung. Kann ich so ausprobieren am Zewa. Dann mache ich hier mal ganz normale Spirale. Okay. Hier auch, oder? Was mache ich denn für Blumen? Machen wir zweimal Spirale. Das ist das Ultracast. Ich bin gerade voll im Ultracast. Ausprobierfieber. Das war ein schönes Harz. Also das ist wirklich nachher glasklar. Beim Mastercast hat man immer ein bisschen mit Bläschen zu kämpfen, aber das ist natürlich schneller ausgehärtet, hat eine kürzere Verarbeitungszeit. Man muss einfach mal sich durchtesten für verschiedene Effekte. Sind ja verschiedene Harze dann geeignet oder nicht geeignet. Hier mache ich jetzt mal Blüten. Und hier, was mache ich mit dem Grün? Muss ich noch überlegen. Mache ich vielleicht lange Blütenblätter? Fange ich mal so mit den äußeren an. Dann kleinere. Einfach ein bisschen füllen. Harz macht sowieso, was es will. Das ist immer faszinierend. Und hier noch ganz kleine. Okay, also das Restliche kann ich dann für mein weiteres Experiment benutzen. Ja, arbeitet schon schön. Da sieht man, dass das arbeitet sich schon Richtung Mitte. Ich werde mir jetzt mit dem Silikonpinsel noch mit das feuchte Tuch, mit dem Silikonpinsel jetzt noch Blütenblätter formen. Genau. Da bietet es sich ja an, dass man zum Beispiel in die Spitze geht und hier vom Bogen weg oder andersrum. Mal schauen. Ich gehe mal hier von der Spitze. Ne, ich gehe vom Bogen nach innen. So viele Bögen. Und hier die Spitze nach außen. So. Haben wir alle. Manchmal vergisst man es. Und dann in der Mitte noch ein Wirbel. Genau. Ja, das sieht schon gut aus. Bei dem braunen gehe ich vielleicht nur nach innen. Habe ich mir jetzt gerade überlegt. Erstmal von der Spitze hier nach innen.
Und dann gehe ich noch zweimal rein. Sonst sind es vielleicht zu viele Blätter. Hinwirbeln. Gut, dann haben wir zwei verschiedene Varianten. Ich denke, dass durch das Schwarz hinten, dass die Farbe dann gut rauskommt. Hier ist es ja quasi schon vorgegeben. Ja, hier kann ich ja noch in den Einkerbungen nach innen gehen. Mit einmal wirbeln. Und bei dem Grünen ja, ich glaube, das lasse ich. Da mache ich nur einen Wirbel noch in der Mitte. Okay, also das war es im Prinzip. Das lasse ich jetzt mal stehen. Ich fülle noch einmal kurz drüber, wegen dieser Bläschen auf der Oberfläche. Das ist manchmal wie so Schaum. Und der Rest entlüftet sich hier, habe ich so das Gefühl, quasi von selber. Also sieht mal mega interessant aus. Ich hoffe, euch gefällt's. Bin mal gespannt, was rauskommt. Diesmal habe ich jetzt mit dem Spritzbeutel gegossen. Ich hoffe, das ploppt mir nicht. Sieht aber schon mal ganz gut aus. Genau. Also wie gesagt, ich filme mal kurz drüber. Und dann sehen wir uns zum Ausformen. Bleibt gespannt. Jetzt ist Ausformzeit. Ich werde das schon mal kurz vorbereiten. Ich lege die mal hier hin. Ich hoffe, die sind schon fest geworden, weil bei dem Ultracaster muss man wirklich 24 Stunden warten. Also wenn es dick ist wie hier, dann geht es vielleicht auch kurz vorher. Aber ansonsten lieber ein bisschen länger aushärten lassen. Genau. Das ist die Rückseite. Bin mal auf die Vorderseite gespannt. Fangen wir einfach mal an. Da. Oh, wow. Wow. Oh, das ist ja mega. Oh. Oh, die gefällt mir ja aber. Oh, cool. Nächste. Boah, mega. Sorry. Aber ich bin total fasziniert. Aus so einem einfachen Guss so ein Ergebnis. Das war inspiriert von meinen Engelchen in der Muschel. Oh, das hat ein bisschen sehr geploppt. Da bin ich ein bisschen zu viel durch, aber seht euch den Petrischaleneffekt in der Mitte an. Wow, cool. Also ein bisschen zu viel Blobs, zu viel Weiß drin, aber ansonsten. Wow, das ist ein bisschen gebloppt, aber der Effekt ist ja genial. Da werde ich noch mehr davon machen, garantiert. Und die Farben sind toll, seht euch das an. Oh, ich bin total verliebt. Mega schön. Bis auf dich, mein kleines Schätzchen. Bisschen viel gebloppt, aber sonst super. Also gut, super. Ich freue mich aufs nächste Video. Ich werde noch mehrere solche schöne Blümchen machen. Vielleicht ein bisschen weniger schwarz nehmen. Das sieht jetzt doch ein bisschen arg dunkel aus, aber es hat auch was. Oder später mit schwarz aufgießen. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das könnte ich auch mal probieren. Wirklich nur normal gießen und dann schwarz oder Glitzer oder irgendwie einen anderen Hintergrund. Aber wow, ich bin total fasziniert. Ach, freue mich. Ach, schöne Überraschung. Ah, da hat sich das Warten gelohnt. Genau. Also, wie gesagt, ich freue mich über einen Daumen hoch, über einen Kommentar, über ein Abo. Und wenn ihr beim nächsten Video wieder dabei seid, würde ich mich auch besonders freuen. Genau. Also, jetzt muss ich schnell mal das Video hochladen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und beim Ausprobieren, beim Nachmachen. Und lasst mir gerne einen Daumen hoch. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bleibt gesund.